Knapp 60 Kilometer von der pulsierenden Stadtmitte Berlins entfernt, lagert eine Flotte an Ostberliner Linienbussen. Sie wieder auf die Straße zu bringen, ist die Mission von Detlef und seinen Kollegen. Vor Arbeitsbeginn wird entspannt gefrühstückt. Doch eine kaputte Sitzbank stört die morgendliche Ruhe. Ach, bin ich wieder durch. Mann, ich dachte, du hast es schon gemacht, ey. Wann denn? Mann, ey. Wann soll ich denn machen? Ja, vor 14 Tagen. Kotzt mir an, ey. Nichts wird hier gemacht, ey. Verstehe nicht, warum da eure Seite immer zusammenbricht. Da sitzt da bloß immer einer. So, steh auf. Nee. Ich bleib jetzt so. Mann, habt ihr nicht mehr so einen Zappen? Doch. Seit 10 Jahren schrauben Vereinsgründer Detlef und seine Busbuddies an Bussen, die zum DDR-Straßenbild gehörten und jetzt Seltenheitswert haben. Wir haben mal mit einem Auto angefangen, sind mittlerweile bei 8 Omnibusse. Ein Großteil unserer Mitglieder ist mit diesen Fahrzeugen aufgewachsen, sind damit zur Schule gefahren oder haben sie auch selber gefahren. Und so haben wir irgendwo eine Beziehung dazu. Und deswegen kommen die hierher, weil sie sie hier wieder hautnah erleben können. Restauriert und repariert wird von den 19 Mitgliedern an allen Ecken und Enden. Der Verein finanziert sich mit Bustouren, wenn die Oldtimer dann mal fahren. Der Doppeldecker Do 56 macht Probleme. Ein Fall für Vorstand Detlef, von allen Chef genannt und Vize Hartmut. Chef, komm, wir müssen was machen. Kannst du einen nicht mal sitzen lassen noch ein bisschen? Nee, du weißt, wir haben Arbeit. Wir haben viel, viel Arbeit. So, du weißt, ja, also Kugelkopf, ich war gestern zur SP gewesen. Absie hast du schon, super. Absie hab ich schon, und wir müssen den Kugelkopf machen. Wir kicken mal, ob wir das heute noch hinkriegen. So, der hat so viel Luft, dass wir den jetzt rausnehmen werden. Ich werde aber behaupten, dass wir Probleme kriegen werden, weil das hier ein bisschen eng ist. Aber wir versuchen erstmal, wenn er sich ein bisschen jippt und wir den drehen können, dann ist gut. Als wir bei der SP waren, die SP war ja abgelaufen, die Sicherheitsprüfung. Und da wird er ja geschüttelt, gerüttelt, ja, und dann stellt man fest, ob die Kugelköpfe Luft haben oder nicht Luft haben. Und da ein sicherheitsrelevanter Teil ist Lenkung, wird der Bus dann natürlich nicht mehr fahren dürfen. Am Sonntag soll er laufen. Der ist bis Weihnachten ausgebucht, der Wagen. Also das ist ein Spurstangenkopf. Der ist ausgeschlagen. Der muss richtig fest in dem Kopf hier, in dem Dings drinne sitzen. Wenn er nicht mehr ausgeschlagen ist, kann es passieren, damit das Lenkrad hin und her wackelt und die Räder immer woanders hin wollen, als man überhaupt hinlenkt. Ohne festen Spurstangenkopf oder auch Kugelkopf genannt, liegt der beliebteste Ausflugsbus des Vereins brach. Der Bus von 1957 ist das Glanzstück der Sammlung. Gerade mal 105 Stück wurden insgesamt produziert. Nach den vielen Jahren am Bus sitzt der Kugelkopf aber so fest, dass Landmaschinenschlosser Hartmut mit Spezialwerkzeug anrücken muss. Hast du wohl ein Spielzeug dabei hier? Bei dir? Angenommen. In deiner Werkzeugkiste. Hast du doch angenommen. Du hast eine eigene Kiste. Der Kugelkopf ist schon so weit unten, dass wir ihn jetzt nicht rauskriegen. Vom Achsschenkel, der Umlenkhebel, der sitzt so eng dran, dass das hier auf der Achse fast aufsitzt, schon der Kugelkopf. Na, Hartmut? Dann vielleicht doch noch schnell zur eigenen Werkzeugkiste laufen? Da muss ich ganz so weit laufen. Ja, die hat aber Räder, das weiß ich. Du hast die nicht umsonst gekriegt. Nicht, dass sie da hinten steht und nur so sich ankickt und ihr mal mein Werkzeug nehmt. Meines muss ich ein bisschen schonen. Ja, danke. Wer weiß, wofür Hartmuts Werkzeug noch gebraucht wird. Als erstes muss der Sicherheitssplint am Kugelkopf raus. So, jetzt müsst ihr gehen. Ich mache hier vorne noch ein bisschen zusammen und dann... Dann nimm mal hier eine Spielzeugkammer und dann hauen wir da vorne. Ja, danke. Mich lässt du mit dem Teil arbeiten, ja? Dank dem Teil ist der Splint aber nun draußen. Jetzt sollte der Weg eigentlich frei sein, um die Kronmutter zu lösen. Seit mittlerweile 12 Jahren sind Vereinsboss Detlef und Vize Hartmut ein Herz und eine Seele. Und was sich liebt, das neckt sich. Ja, soll ich ja nur laufen für dich? Kannst du ja nicht mal selber was besäulen? Ein Kraftfahrer läuft nur so weit, wie der Wagen lang ist. Ja, toll. Hartmut hat ja auch Bus gefahren, deswegen ist der bei uns. Und er ist einer unserer Gründungsmitglieder. Und ich glaube, den und mich musste hier vorwärts mit den Füßen raustragen. Vorher hören wir hier nicht auf. Ja, kommt der. Endlich liegt der Kugelkopf frei.
Letzter Schritt, Kugelkopf von der Gelenkstange lösen. So, den haben wir jetzt ab. Jetzt muss nur ein neuer, alter Kugelkopf her. Wenn keiner im hauseigenen Lager ist, liegt der Do 56 weiter brach. In Brandenburg haben die Busbuddies Detlef und Hartmut den kaputten Kugelkopf aus dem Do 56 erfolgreich ausgebaut. Jetzt muss nur ein neuer, alter Kugelkopf im hauseigenen Lager gefunden werden. Da es kaum noch Ersatzteile gibt, horten die Männer alles, was sie in die Finger bekommen. Aber auch einen passenden Kugelkopf? Oder bleibt der Bus weiter liegen? Hartmut, der passt. Gut, dann mach ihn wieder ab. Der passt jedenfalls. Wir müssen hier nur den Ring noch mal durchschieben, ein bisschen. Hattest du schon einen Splint hier geholt? Was habe ich geholt? Hattest du schon einen Splint? Nee, habe ich noch nicht. Aber wir müssen eh an die Werkbank noch mal vor. Den Sicherungsring hier unten, den müssen wir noch mal richtig drin machen, ja? In den Kugelkopf ist ein Loch drin, so wie hier. Ist ein Loch drin. Und die Krone, die muss genau mit so einer Kerbe an dem Loch sein. Jetzt kriegen wir die Schraube aber nicht fest, weil wir eine Scheibe drunter haben. Die ist etwas zu dick. Jetzt müssen wir da versuchen oder gucken, ob wir da eine dünnere Scheibe finden. Ja. Naja, wenn man keine Originalteile hat und sich das alles zusammensuchen muss, ne, muss man ja sehen. Dann passt das nicht, dann passt das nicht. Und dann muss man das sich eben zurecht basteln. Aber man kann das nicht ändern. Was nicht passt, wird von den Busbuddies eben passend gemacht. Sonst wird es nichts mit der nächsten Ausfahrt. Detlef, was machst du denn da? Ich feile dir eine Scheibe. Du! Hast du keine andere Scheibe gefunden? Nee, in der Grundausbildung musste ich auch feilen. Ich stehe hier wieder wie ein Lehrling, verstehst du? Du weißt ja, im Alter kommt die Jugend immer wieder zurück. Warum tun wir uns das an? Irgendeiner muss das machen und wir haben die Macke dafür. Der größte Lohn ist dann, die Dinger dann auch zu bewegen und unsere Leute damit durch die Gegend zu fahren. Das ist einfach eine Sache, die Spaß macht. Wir sind die Größten, weil wir haben die größten Autos. Ey, fallen mir heute wieder Sprüche ein. Die Größten haben den passenden Kugelkopf gefunden. Unterlegscheibe passt auch. Jetzt muss nur alles wieder richtig an die Lenkstange ran. Und das ist gar nicht so einfach. Nicht mal für die Größten. Versuch du dein Glück. Das ist eben so ein Spiel. Du siehst immer nicht, ob das ein Rechts- oder Linksgewinde ist. Man könnte das sehen, wenn man Ahnung hat. Ich habe aber keine. Meine Kappe, meine Kappe. Mein schöner Kopf. Aber du und schönen Kopf, ey, das glaube ich ja ohne, wa? Trotz kleiner Querelen lässt sich der Kugelkopf schließlich doch reindrehen. Das sieht ganz gut aus. Ist das fest? Nee. Dann mach weiter. Wenn du meinst, ist noch nicht fest. Erst wenn ich die Mutter abgedreht habe, dann ist fest. Ach so, nee, danach fest kommt lose, das weißt du doch. Ich würde aufhören. Die Manschette ist jetzt, sieht gut aus. Anne! Ja. Kommst du mal bitte? Der Kugelkopf sitzt, wackelt hoffentlich nicht und hat auch keine Luft mehr. Eine Trockenübung soll Klarheit schaffen. Gehst du mal oben rein, André, und dann musst du mal eine Lenkung drehen, ja, wenn ich dir rufe, ja? Aber nicht so dolle drehen, damit er hier runterspringt. Immer ruckartige Bewegung, aber jetzt sag ich dir. Pass auf hier mit den Radgreifern. Rechte Bein zuerst, rechte Bein zuerst, rechte Bein zuerst. Erst mal ab, ich wollte ganz anders. Nee, darin. Fang gar nicht an, Experimente zu machen. So, los, hoch. Jawohl, schön hingeknallt. Schön mit die Tür hingeknallt gegen den Radgreifer. Mach doch was vor. Na wie denn? Wie soll ich da rankommen, du Klon? Ich bin ja keine 4 Meter hoch. Stecker auf die Leiter. Schnauze, oder wie du heißt. Der Ton ist hier sehr rau, weil wir sind halt eine Domäne, wo ja auch ab und zu mal ein bisschen anders gesprochen wird. Aber das ist immer, wir sagen immer als Berliner, Schnauze mit Herz. Und wenn ich dann mal sage, du Arsch, mach das mal richtig oder kannst du das nicht, dann ist das nie so gemeint. Das ist kein Arsch für mich, sondern das ist das, so wird gesprochen unter uns. Ne? Und das nimmt hier keiner übel. Die reden mit mir genauso, wie ich mit denen rede. Lenkung jetzt immer ruckartige Bewegung. Das dreht sich nicht. Schön, weitermachen. Immer weitermachen. Alle Dude. Gut. Du kannst auch oben drinnen bleiben. Hör auf mit die Kletterei. Bleib drinnen. Warum? Mach mal runter, Hartmut. Zieh den Kopf ein. Sonst kriegst du den Radgreifer vom Kopf. Ja, die Art, wie wir miteinander umgehen, das ist eben über die Jahre, die wir uns kennen, das sind ja mittlerweile über 40 Jahre, hat sich das alles so ergeben. Ja, und da weiß eben jeder, wenn der eine mal einen reinhaut, dann ist eben
danach auch wieder Ruhe. Man akzeptiert die Kritik, so wie er mich immer mit meiner Fahrweise kritisiert, weil ich ja Linienkutscher war und er war im Reiseverkehr und die sind ja die Krawattentracker gewesen und wir waren eben bloß Linienhunde. Und da hebt man sich eben das Wort eins das andere, aber es ist nachher weg. Das Prunkstück des Vereins scheint sich wieder sauber lenken zu lassen. Später soll das bei einer Probefahrt noch genauestens geprüft werden. Auf die Busbuddies wartet schon die nächste Baustelle. Beim Icarus hat der Fahrersitz schlapp gemacht. Vor den Toren Berlins wartet auf die Oldtimer-Busschrauber die nächste Baustelle. Beim Icarus hat die Luftfederung des Fahrersitzes schlapp gemacht. Damit die nächste Tour nicht zur Tortur wird, muss da wieder Druck drauf. So, am Icarus müssen wir heute den Fahrersitz reparieren. Man hört es hier, hier unten ist eine Leitung ab, weil das ein luftgefederter Sitz. Und dadurch hat er keine Luftfederung mehr, der ist voll unten. Ja, der muss komplett gemacht werden, der Sitz. Da muss Hartmut den auseinandernehmen, die Luftleitung zusammenstecken und dann müssen wir sehen, dass wir die Luftleitung eventuell mit einem Kabelbinder irgendwo festmachen, dass sie sich nicht mehr auseinanderreißt. Der Icarus 250 aus den 80ern war eines der ersten Fahrzeuge in der Sammlung. Über 3 Jahre hat die Restauration gedauert. In der DDR ist der 250er hauptsächlich im Transitverkehr gelaufen. Ich komme gleich, ja, dir das zeigen. Klare Aufteilung bei den Busbuddies. Hartmut soll den kaputten Sitz im Icarus richten, André soll letzte Feinheiten am Do 56 machen und Vereinsboss Detlef, der gibt Anweisungen. Welche ist denn das da? Die hier? Die hier. Die kommt ja von da hinten. Die ist ja immer hier vorne lang gelogen, ja, weil sie hier ran muss. Ja. Ach, und dann näht sie immer ab, ja? Da bricht sie immer weg. Ach, guck mal, wenn wir jetzt hier einen Kabelbinder ranmachen, das Ding hier festmachen, dann kann das nicht mehr sich bewegen. Das ist nur irgendwo unterklemmen. Das ist wichtig. Hier hast du den Luftbalk und hier ist der Stoßdämpfer. Nee, dürfte nicht. Dann holen wir noch Kabelbinder. Ja. Und ich zeige jetzt mal André schnell, wie er das da bohren soll, ne? Damit er doch in Ordnung ist. Ein Kollege versorgt, der andere Chef, komme. Schreit schon. Ja, gefällt mir eigentlich nicht, dass sie immer Chef zu mir sagen. Ne? Und jedes bisschen, wenn sie ankommen, wenn sie nur eine Schraube suchen, dann kommt von André, Chef, komm mal her. Furchtbar. Ich bin kein Chef, ich bin ihr Kumpel. Hartmut, der ist zwar mein Vize, der wird niemals Chef genannt, komischerweise. Ne, aber der wird auch nicht Vize genannt. Zu denen sagen sie Hartmut, zu mir sagen sie Chef. Ist halt so, muss ich mit leben. Wenn wir rufen, Chef, komm mal her, dann wissen wir wenigstens, wer es ist. Hinten drin ist er dann ein bisschen größer. So, du kannst jetzt alles drehen, wie du willst, ein bisschen noch zu mir. Nee, so, ja, nicht so weit. Zurück, 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 noch zurück. Du kannst das ganze Spielchen jetzt mal so halten, du brauchst nicht extra drehen. So ein bisschen zu dir. Bisschen zu dir. So. Machen da an. Machen da an. Ja? So, der Spiegel, der hier eingebaut war, der war hier in diesem Loch drin. Und man konnte nur den Mittelholm hier hinter mir sehen. Ja, ich konnte also nicht sehen, ob die Fahrgäste sitzen oder stehen. Weil wir fahren ja Sonderverkehr, hier dürfen keine Stehplätze mehr sein. Deswegen haben wir heute uns entschlossen, einen anderen Spiegel zu nehmen, den wir schon von der Halterung umgebaut haben, der dann hier hinkommt, wo er früher original war. So wie er jetzt steht, so machst du das ran. Weil das kann ja nachher, wenn das festgezogen ist, kann ich den Spiegel noch drehen, wie ich will. So ran, genau so. Tilo, alles gut? Die Fenster schaffen wir heute noch, ja, von außen und von innen. Gut, der Fußball muss ja dann auch noch gemacht werden, das macht der Stefan da drinne. Na, da gehe ich gleich mal hin. Aber das schaffen wir. Denk dran, morgen soll das Auto laufen. Ja, ja. Ich habe ihn fertig. Kontrolle, bitte. Das glaubst du selber nicht. Das glaubst du doch selber nicht. Ich bin fertig. Wenn du mal was fertig hast, ey. Ich hätte jetzt mal den Bohrer abgebrochen. Das stimmt, das hast du diesmal nicht. Ich gehe noch 50 Mal rin und raus hier heute, kann ich morgen nicht mehr fahren. Also dann brauchst du doch nicht. Fährt doch allein das Auto. So, mal gucken. Jetzt sehe ich ja deine Fresse. Oh! Ach, was hat denn der Achim da geschweißt? Ach du Heil, ja. Ach Mann, ey. Darfst du wieder abbauen. Danke. Ey, das hat Achim geschweißt. Ja, sehe ich ja. Geht irgendwas schief und das passiert des Öfteren. Das wäre nicht, ist nicht unnormal. Da wird so lange gefummelt, bis wir eine Lösung gefunden haben. Richtig inner abgehangen, Detlef jetzt.
wahrsten Sinne des Wortes. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Hinkriegen soll es jetzt Hartmut. Er muss ausbügeln, was der Schweißer verbockt hat. So, machen wir das jetzt hier fest. Und dann halte ich das hier mal so ran und dann kann Hartmut loslegen. Ohne Spiegel keine Fahrt. Der ist nämlich sicherheitsrelevant. Wie lange soll ich hier noch halten? Bis ich hier fertig bin. Ja, danke. Ist Hand weg da? Ja, doch. Ich passe schon auf meine Hände auf. Wo bin ich denn hier? Da, genau. Einen modernen Spiegel einzubauen, wäre für die Oldtimer-Bus-Fans undenkbar. Gut, gut, fertig. Fertig. Alles ringsherum? Sieht gut aus, ja. Na, hoffentlich verdampft der Plan nicht bei der Montage. Es gibt heute nicht mehr alle Originalteile, aber wir sind gut bestückt mit Ersatzteilen. Und immer wenn wir kriegen, holen wir. Ne, auch wenn wir keinen Platz mehr haben. Aber wir müssen es da haben, damit wir nicht sagen, später hätten wir das damals mal geholt. Jetzt brauchen wir es. So, pass auf, der Ding ist jetzt wieder in Ordnung. Bring den an und brech den nicht gleich wieder ab. Danke. Ja? Ich versuche mein Glück. Das reicht eh mal. Rufst mich, wenn er fertig ist. Einverstanden? Ich rufe. Weil wir haben noch zu tun. Ja, ich rufe. Gut. Beim Fahrersitz des Icarus hat Allrounder Hartmut inzwischen auch den Luftschlauch der Sitzfederung angebracht und festgemacht. Der Sitz federt wieder. Aber auch gut genug für den Chef? Ach, da bin ich ja mal gespannt. Du musst ja näher mitfahren. Wenn ich mir da wieder rufsetze, nee, ich fahre ja den da. Wenn ich mir jetzt wieder rufsetze, dann geht doch wieder was nicht. Ja, dann hast du es wieder kaputt gemacht. Ups. Ah, na, so wie du sitzt, kann ich sowieso nicht sitzen. So. Ich habe eben mal so eine kurzen Beine. Keine Luft mehr drauf. Keine Luft. Nee, alle gut. Sieht doch gut aus. Das mag genauso wie du, siehst du das? Ja, ich reite dich durch die Gegend. Nee, alles gut. Ich höre ja auch nicht mehr alles Dichte. Dichte, also zwischendurch nicht mehr. Alles Dichte, alles gut. Gut, kann das Auto rein gefahren werden. Und steht somit wieder für die nächste Tour bereit. Ich habe ihn fertig. Spiegelversuch Nummer 2. Ob er diesmal hält? 100 Mal rin, dann komme ich hier nicht mehr rin. Aua. Oh. Nee, lass so. Eigentlich perfekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Muss man rüber gehen? Naja, das können wir noch machen, aber es ist fest. Sieht gut aus. Schön. Ja, noch besser. Gut, so kannst du lassen. Spiegel hängt. Alle Sicherheitsmängel sind beseitigt. Jetzt muss der Do 56 nur noch die Testfahrt mit dem alten, neuen Kugelkopf erfolgreich absolvieren. Auto macht halt ein bisschen Lärm, wa? Ja, ist auch nicht mehr der Jüngste. Stimmt, der ist ja fast so alt wie Ecke. Aber nur fast. So, ich glaube, war alles gut, Hartmut, haben wir gut gemacht. Ja, gut. Ja? Wenn du es sagst. Nee, guck mal, ich habe ja kein Spiel mehr hier drin. Ja? Ja, vorher hat er ja mal Luft gehabt. Alles gut. Und er kann jetzt Sonntag auf der Straße wieder das Auto rollen und wieder Fahrgäste befördern. Wofür er ja da ist.